Jetzt schon bessere Grafik als wie ein Pokémon. Eric, are you awake? Come on, let's sneak out again. I want to find some treasure. They're going to be partying all night. They won't even know we've snuck off. I'll be up on the deck. And don't give the game away. Got it? Yeah. So Leute, damit wir wieder mal ein herzliches Willkommen. Alter, Lerl, mach mal Ficke und die starken Männer, oder was? Da bist du deppert. Ja. Der kann doch gleich das Haufenklettern und alles. Ja, dann zeig mal her, was kannst du denn da? Bist deppert, Alter, bist deppert, das ist mir ein bisschen zu schnell, der Averer. Der macht's ernst. Der macht schon falsch. Schatzgeschichten. Ich find das halt irgendwie so gerade so ein bisschen so verwirrend, wenn der einfach mal da so automatisch raufklettert. Ah, da haben wir schon mal unsere Pokémon-Welt, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, die Pokémon-Welt. Wo wir vielleicht den einen oder anderen daherkriegen. Muss ich aber wirklich aufpassen, nicht, dass ich dann später zu so einer so wirklich Pokémon bis deppert. Ja, da haben wir eh schon das Gesicht von Glurak. Ausgestorbener Glurak, na schau. Sag ich ja. Das kann ich mir auf alle Fälle relativ gut vorstellen. Der kleine Eric. Digi Eric. Jetzt, Alter, jetzt macht sogar noch zusätzlich mehr Klick. Jetzt denke ich die ganze Zeit an Magneto. Digga. Ich habe so das Gefühl, dass es keiner dabei ist. As you can see. Steppel, aber die Ärmel von denen, oder bist du Deppel, aber Alter? Der Rocker ist persönlich, oder heute definitiv mal eine kleine Konkurrenz hier. Selbst der scheiß fucking Ärmel ist so groß wie der Burli. Ja, sollten wir. Ich habe so das Gefühl, dass der Bizeps definitiv im Weg sein wird. Also einfach nur das Zeichen dafür, dass der ein Nickerchen macht. Okay, passt. Passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, da haben wir wenigstens auch gleich mal unser Hauptmenü. Muss ich mal ganz kurz in die Optionen rein sneaken. Ja, genau. Einmal bam 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 bam. Na, Englisch, aber Englisch. Dabei bleibt's ja. Was haben wir da sonst noch? Untertitel? Passt eh mit den Untertiteln, das ist eh wichtig. Passt, ja, können wir einstellen. Ja, passt. So gefällt mir das wenigstens gleich mal ein bisschen besser. Das habe ich auch so das Gefühl, das wird eher so eine Zeitschrift sein, die solltest du dir vielleicht eher später mal reinziehen, wenn du schon mal den ein oder anderen gewissen Druck am Start hast. Dass der sich da aber eingeankert hat.
Oder vorher hat er so quasi, okay, die meisten sind sowieso beschäftigt, aber dennoch. Kann man vielleicht auch falsch verstehen, aber okay. Der hat sich das allererste Mal eine Crossplayerin gejankert. Digga! So. Bist du jemand, diese Ärmeln, Digga! Richtig deidisch. Er überlegt schon wieder, überlegt er schon wieder. Step, oder dass die da quasi zehnfach so großer wäre, aber der geil. Beginnt auch schon mal gut, beginnt schon mal gut, voll lieb. Der kleine Eric, Digga. Oh mein Gott, der tut mir irgendwie leid. Der tut mir gerade irgendwie leid. Aber finde ich interessant, dass sie quasi. Eric ist richtiger. Richtiger Deutscher. Richtiger Deutscher Stimme. Name. Also vielleicht eher sogar von ihr von früher, jetzt glaube ich eher weniger, jetzt werden eher weniger Erics mehr geboren, aber früher war es definitiv eher präsenter. Oh, Whisky, Digga, Whisky, gönn dir. Aber finde ich interessant, dass man auch so quasi ab und zu diesen Status sieht von den jeweiligen Leideln, sage ich jetzt einmal, von den jeweiligen Charaktere. Bin gespannt, ob das quasi dann später noch irgendwelche Auswirkungen haben könnte, wenn man zum Beispiel sagt, so okay, man kommt in eine Stadt rein, wo dich eh vielleicht keiner mag und dann quasi perfekt, meiner Meinung nach, dass du siehst, okay, wie sich der Status immer weiter und weiter entwickelt. Dass der mal da automatisch klettert, finde ich ein bisschen arg. Bin ich überhaupt nicht gewohnt, schon. Are you serious? Huh? What the fuck? Jetzt hier so, okay, Leute, wir werden irgendwo kurz. Naja, ich hab so das Gefühl, dass diese kleinen Viecher so die ein oder andere spezielle Kraft am Start haben. Ah, Chichirikis, Digga, das wär's. 10 Kiesel. Eine Schleuderkugel, die... Aha! Na dann werfen wir mal. Jetzt muss ich auch noch 10 haben, Alter, das ist das Deppert. Sitze ausge, Havara. Nochmal? Ich hab so das Gefühl, der Scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen, so. Oder Gott sei Dank. Und doch ein paar Mal schießt und das passt schon. Ah, Mitzi ist aber süß. Das scheint auch, ja. Ist ganz nett. Aber ein Flügel. Hey!
Also der was die ganze Zeit der Hunger hat, der passt definitiv zu mir. Da kann ich definitiv nichts dagegen sprechen. Ah, der beginnt schon langsam mit. Herst Hammerer, da komm mit, kommen wir mal mit, da haben wir vielleicht einen Schatzel. I get it. Oder sie machen vielleicht den 31er und nehmen Rache dafür, dass wir sie eingesperrt haben. Okay, wir können zwar eh nichts dafür, aber wer weiß, wer weiß. Wer weiß, Alter, das wär's. Plötzlich wollt sie einfach mal Rache an uns nehmen, Digga. Na klar doch. Auf was warten wir, Alter? Gibt's eh nichts zum Sammeln oder irgendwas etc. mäßiges. Gibt's eh nichts zum Tun. Ihr seid komplett am Arsch. Oh, das wäre aber auch nicht schlecht, wenn wir vielleicht sogar ab und zu ein bisschen so Segel setzen könnten. Von Insel zu Insel oder so, das wäre auch nicht schlecht. Jetzt kann nur die Reise beginnen, weil ich habe nicht so das Gefühl, dass die uns da nochmal wollen. Das kann ich mir eher weniger vorstellen, beziehungsweise immer, die ficken uns noch. Wenn die uns vielleicht sogar noch irgendwann einmal wieder entdecken, die ficken uns, ich sag's dir, Alter, die wollen uns noch mehr machen. So quasi, sind wir schon da. Der Bub hat einen Hunger! Der will sich was gönnen. Gerade, dass die Katze irgendwie noch fliegen kann, weißt du? Die hängt richtig an den Flügeln. Oh ey. Geheimnisvoller Nebel. Ich weiß ja nicht. Könnte 31er oder 31er Move sein. Verdächtig, aber okay. Zu verdächtig. Einfach mal komischerweise eine verdächtige Insel ganz allein hier. What the fuck? Okay. Bist du etwas? Gibt's keine Ruine oder alles drum und dran? Wir haben die Scheiße hier gebaut. Wir waren der Vater auf der Insel. Mach einfach mal den hier. Klassiker. Look. Ja, die Frage ist... Okay, ich wollte es gerade sagen. Einer muss hier bleiben. Hm. Also nichts drin. Du solltest definitiv dich ins... Ja, setz dich hin auf gemütlich. Ihr macht es schon. Muss aber auch dazu gestehen... Auf eine gewisse Art und Weise hätte ich es cool gefunden, wenn man zwar vielleicht zwischen den beiden Charakteren hin und her wechseln hätten können. Ah, super, Eric soll mal wieder die Drecksocken machen. Ah, super, der muss zum Magneto werden. Ah, vielleicht gibt es da drinnen irgendwo einen Schalter. Achso, jetzt können wir halt dann quasi wechseln zu ihr. Achso, ich hätte beinahe den 31er gemacht gehabt. Und ich hätte ihn einfach. Hätte einfach auf ihm geschissen. Ach, diesmal kann ich nicht irgendwie das aufklettern oder was? Also springen! Ja, okay, ja, na, das ist wieder mal ganz einfach.
lass mich lieber wieder Eric spielen. Die Sahne ist aber nicht grün. Was du nur noch gesagt haben. Ich wittere einen Schatz. Wer verkauft? Wer verkauft der Diktatur die Marie? Nicht, dass man vielleicht das Schwert vielleicht nutzen könnte für die Abenteuer oder sonst was. Nein, für ein bisschen Marie. Schau, aber Schatz, dies und jenes. Ja, einer muss anscheinend hier bleiben. Geht die Scheiße zu? Nee. Ja, diesmal heißt der Klick. Diesmal heißt definitiv ein Klick, dass da mal nichts zugeht. Die haben beide sowas wie Dolche. Ah, okay. Ich hätte es geil gefunden, wenn man zwei verschiedene Sachen gehabt hätte. Wie ein Schwert und ein Dolch zum Beispiel. Jetzt kann die Gods an Arena gewusst. Was? Fine, I was going to choose the boy all along anyway. Well there, who even are you guys? They're a bit on the young side, aren't they? You really think this is them, the legendary treasure hunters? Well, there's only one way to find out. What is this all about? Are you ready? Are you steady? Go! Alter! Ab durch die Dimensionen oder was? Denk mir was! Parallelwelt! Ja, aber der Dolch! Der Dolch! Ich glaub, das wird nix. Und tschüss! Okay, dann haben wir halt zwei Dolche. Na, immerhin. Neuda? Spring hinterher noch! Ja, hoffen wir zumindest. Das hoffe ich für dich, Alter. Gleich sofort hinterher springen, egal was passiert. Na, Alter, das kannst du mir leider erzählen. Lass dem einfach da so links liegen, na sicher nicht. Müsste wirklich einmal die Hauptreihe mal spielen. Müsste wirklich mal die Hauptreihe mal spielen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So viele Spiele. Immer so viele Spiele. Krank, krank. Richtig krank. Kommst gar nicht einmal mehr hinterher. Da haben wir schon das erste Viecherl. Ah, beide sogar. Oh, ist aber lieber Fledermaus, aber schon langsam. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht, dass die zwei gleich aufwächst. Oder einmal gleich einen Blubstrahl oder irgendwas in der Richtung. Ach nee. Das haben wir eindeutig gesehen gehabt, aber okay. Dass der ins Portal durchrutscht ist. Ja, jetzt lachst du noch. Jetzt lachst du noch. Später nimmer. Später sind vielleicht ein oder andere Gegner zum Rehren da. Ja, geh mal suchen. Geh mal suchen. Ich würde gerne mal den einen oder anderen hier aufwecken. Ah, sogar Rose, na, oh, mit Marshall, aber lieb.
Stufe 1 ist immer sexy. Sowas liebe ich am meisten. Das ist natürlich ein bisschen schar, was der. Ein bisschen schar, wo sie. Geht ja wieder irgendein Item geben zum Einsammeln, was wir vielleicht später dann irgendwie gebrauchen könnten. Für Heilung etc. Ich glaube, der hat uns da eingesperrt. Der Hund. Und das hört jetzt laut, Alter. Wächst alle wie gesauft da. Die geht alle noch auf uns los. Bist du deppert? Boah, wie sind wir mit dem Dolch? Wow. Wieso ist das Gefühl, dass dich das Ding gleich mal angreifen wird? Bitte greif es an! Bitte greif es an! Okay, das ist schon mal ein Zeichen für... Es gibt ihnen eher einen Schatz, oder was? Oh! Sehr gut! Können die sich auch eigentlich quasi entwickeln oder irgendwas? Das würde mich auch interessieren. Alter, das würde mich jetzt aber volle Wäsche interessieren, ob die sich entwickeln könnten. Okay, so quasi fotografisches Gedächtnis, wo was liegt. Alles klar, mit Vision angelehnt. Digga! Kann ich mir eigentlich auch die Vision immer wieder reinziehen, oder? Wie ist denn das? Ah, okay, passt. Ich hab mir schon gedacht gehabt, wenn du mir den Scheißtrick noch einmal zeigst, oder wie? Da kannst du scheißen gehen. Da kannst du definitiv scheißen gehen bei mir. Na, schau mal. Ja, da muss ich gedrückt halten, sorry. Ah, ist du Fans. Ja, ihr fasst eigentlich genau die gleichen Werte. Interessant. Na, schauen wir unseren ersten Schatz. Ich würde so lange, weil da nichts drin wäre. Ein Juwel? Könnt man später wieder gut verkaufen? Kriegt man kurz Money. Ich freue mich eher mal auf den einen oder anderen Kampf. Ich freue mich auch, wie viele Mitstreiter bzw. Wie sagt man eigentlich zu diesen Viechern eigentlich überhaupt? Ich will am liebsten Digimons oder Pokémons dazu sagen, aber das kannst du jetzt nicht sagen. Ein Monster, ja, sagen wir einfach Monster, ja. Oh, der war's jetzt aber erst. Bist du jemand? Der macht gleich Gum-Gum, Alter. Ich glaube, das süße Geisterl ist jetzt aber ein bisschen blass geworden. Ich freue mich auf schon so ein kleines Kämpfchen, zeig ich, oder? Könnt ihr relativ gut vorstellen, dass man zu vier sein könnte, ja. Er hat Zeit, sie hat Zeit. Ja, das würde ich feiern. Das würde ich definitiv feiern. Ach du Scheiße. Die Zunge, wenn der jemanden schlecken wird, bist du eben, oder? Katzenbalger, alles klar. Allein schon, der Hintergrund sagt.
Aber er macht quasi schon mal auf Gold Roger. Oder aktuell wie Ruffy. Mit seinem kleinen U-Wagen quasi Schrägstrich Wattler Schrägstrich irgendwas. Ja, irgendwie schon. Ein Nöten und wenn man eine Dame natürlich rettet, sperrt man sie natürlich gleich sofort ein. Alles klar. So, hä? Wer bist du nochmal? Oh mein Gott. Geil. Good question. Ah, gut zu wissen. Alter, das ist ja Hintergrundmusik. Alter! Diese Hintergrundmusik, Digga! Macht du komplett deppert. Das erinnert mich gerade irgendwie an das Lied What the Fuck Sing oder wie das so bei Caster. Da bist du deppert. Auf ersten Blick könnte man eigentlich auch quasi sagen, dass es immer wieder so ein kleiner Rückzugsort wäre. Das würde ich irgendwie geil finden, wo man sich vielleicht so ein bisschen aufrüsten können etc. Das wäre schon irgendwie leiwand. Pensionierte Digga, du schaust aus wie Mitte 20!